So, meine lieben YouTube-Freunde, ich zeige euch hier einmal ein Dach, das wurde vor genau 10 Jahren, im Jahr 2006, na länger ist es jetzt, gell? Wenn das 2006 gemacht worden ist, dann jetzt haben wir 18, sind 12 Jahre, vor 12 Jahren beschichtet worden ist. Und ich wollte euch nur die Optik zeigen, die Oberfläche. Wenn eine Beschichtung ordnungsgemäß aufgebracht worden ist, dann ist das ein Schutz der Platte vor Vermoosung, vor Verwitterung, vor eindringender Feuchtigkeit und vor allem natürlich vor Vermoosung, weil die Leute werden immer kritischer, was Oberflächen anbelangt. Die Leute wollen nicht nur eine schöne Fassade haben, sondern auch ein schönes Dach. Und Sprünge, Risse, Löcher werden zugemacht und dann wird das Ganze mit einer Beschichtung versehen, die wasserabweisend ist. Dadurch kann das Material keine Feuchtigkeit in sich behalten. Dadurch kann sich auch kein Moos bilden, weil Moose und Flechten wachsen nur auf stark saugenden Oberflächen. Es ist ein wunderschönes Oberflächenbild. Wie gesagt, es ist ganz wichtig. Der Hausbesitzer hat mir gesagt, dass in der Nähe ein anderes Dach gemacht worden ist von irgendeiner ausländischen Firma. Und das sieht nicht mehr so gut aus, wo die Farbe schon abgeht und so weiter. Sie sehen hier eine wunderbare Oberfläche nach in der Zwischenzeit 12 Jahren. Es geht nirgends die Farbe ab. Und das Wichtigste ist eben, wie wird gereinigt, also Reinigung nicht mit einem Dampfreiniger, nicht mit einem Kercher, sondern mit einem geschlossenen Reinigungswagen, wo alles perfekt, jeder Quadratzentimeter gesäubert ist. Und wichtig ist dann auch natürlich dass keine Stufe ausgelassen wird in der Beschichtung. Das heißt, nachdem die Platte perfekt sauber ist, dann wird sie zweimal grundiert, unabhängig voneinander. Also einmal grundiert die gesamte Fläche, dann trocknen lassen, dann noch ein zweites Mal grundieren und dann kommt der Voranstrich, wo eben alle Stellen rund um den Kamin herum vorgestrichen werden und dann kommt eben der erste Deckanstrich. Dann sieht man jeden Sprung und Riss sehr gut. Dann kommt die Rissüberbrückung mit Gewebeflies, da gibt es ein eigenes Video dazu. Und dann kommt eben der zweite Deckanstrich in dem gewünschten Farbton. Und dann habt ihr so wie hier eine Oberfläche, die wirklich wunderschön ist. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Liked mein Video, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich auch weiterempfehlen und abonnieren, klarerweise auch. Herzlichen Dank. Ich grüße euch an diesem etwas regnerischen, aber wunderschönen Tag. Euer Ronald Hero Heberling.